Ich frage mich natürlich so, für was steht ihr da eigentlich? Ich habe nicht eine Deutschlandfahne vor euch gesehen. Ihr seid vaterlandslose Gesellen. Das seid ihr, was ihr da drüben steht. Und ich will euch gleich mal den Spiegel vorhalten. Es gab... Hey, Freunde! Also, jetzt mal zu den Fakten. Ist der GEZ-bezahlte WDR hier die Fakten? Darf ich euch eigentlich jetzt Nazis nennen? Ihr habt in Straßburg, so die Bild wörtlich, eine Abstimmung der Schande abgeliefert. Was ist passiert? Die konservativen Parteien, die es in Europa noch gibt, zu denen wir zählen, haben einen Antrag eingebracht, dass Gelder, die von der EU zu finanzieren sind, konditioniert werden sollen. Und zwar, dass man sich gegen Antisemitismus stellt und das Existenzrecht Israels anerkennt. Die einzige Partei, die für diesen Antrag geschlossen gestimmt hat, ist diese Partei, die AfD, liebe Freunde, die SPD und ihr grünen vaterlandslosen Gesellen, ihr habt dagegen gestimmt. Ihr seid in Wahrheit diejenigen, die Antisemitismus hier nach Deutschland bringen, fördern und an jeder Ecke unterstützen. Schämen Sie sich! Und wenn ich da so längst gegangen bin, dann habe ich so einige der Wohlstandsbolschewisten gesehen, die 4- und 5-jährige Kinder hier mit herbringen. Wahrscheinlich sind sie es auch, die auf der anderen Seite dann ganz bourgeois für das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz stimmen, meine Damen und Herren. Sie denn muss man den Spiegel vorhalten. Sie sind die Antidemokraten und sie haben nichts mehr mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun. Und dafür werden wir sorgen, wenn wir regieren und dieser Tag wird kommen. Kommen wir aber mal noch zu einigen anderen Fakten, die ich mir heute aufgeschrieben habe. Ich bin ja ein großer Freund der Polizei. Aber dass ich jetzt auch noch einen Düsseldorfer Kessel hier erleben muss. Es gibt einen Hamburger Kessel, das kennen die Juristen. Das ist also wirklich unter den Augen der Polizei mit mehrfacher Aufforderung, eine illegale Versammlung zu räumen und in die Bremstraße zu gehen, der Polizei nicht gelingt, den Menschen, die hier Zugang haben wollten, den Weg frei zu machen. Ich finde, das ist an dieser Stelle beschämt. Sie sind wahrscheinlich schneller, an jemanden, der falsch parkt, aufzuschreiben, als eine Versammlung, die hier 1,5 Stunden steht und Menschen behindert, hier daran teilzunehmen. Das ist die neue Demokratie in Deutschland. Und gegen die werden wir uns wehren. Kommen wir aber mal zu den Fakten, aber ich glaube, das ist bei Ihnen vergebens. Dazu müsste man Bildungsabschlüsse, Berufe haben und man müsste dazu auch noch ein bisschen logischen Sachverstand haben. Alles das, was Angie und auch die Vorredner hier aufgezählt haben, kostet irgendwo Geld. Ich bin gerade aus Berlin gekommen. Wir hatten wieder eine spannende Debatte. Ich bin ja auch unser finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Wir haben zum Beispiel das Gemeindefinanzreformgesetz beraten. Oh Wunder, alle Gemeinden stellen auf einmal fest, es ist zu wenig Geld da. Wer soll das Geld wieder bezahlen? Der Bund, sicherlich auch nicht die Bürgergeldempfänger, da stehen wahrscheinlich auch einige von euch rum. Ne? Schön nicht arbeiten, aber samstags zum Demonstrieren gehen, das passt. Also, das, was wir hier alles sehen, muss bezahlt werden. Angie hat es gesagt, was die Unterbringung kostet, was ein Polizeieinsatz kostet. Ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum steigen eigentlich die Krankenversicherungsbeiträge? Warum steigt eigentlich alles? Natürlich, weil Deutschland mittlerweile zum sozialen Ruheplatz sämtlicher Menschen, die das Wort Asyl irgendwie noch aussprechen können, geworden ist, meine Damen und Herren. Das ist Fakt. Und dafür übrigens hassen uns die europäischen Nachbarn. Auch das habt ihr geschafft. Die Österreicher können euch nicht mehr sehen. Die Italiener haben keinen Bock mehr auf euch. Die Franzosen haben keinen Bock mehr auf euch. Die Niederländer auch nicht. Die Dänen nicht und die Polen auch nicht. Also ich sag mal, ihr seid in der Minderheit. Nicht, weil ihr besonders laut seid und schreit wie kleine Kinder vor der Kasse, wenn sie ihre Süßigkeiten nicht kriegen. Fragt ihr euch eigentlich, wie wir, zumindest wir wollen die Verantwortung ja übernehmen, warum sind die Mieten so hoch? Warum findet jemand, der in Deutschland arbeiten will, wenn er ein echter Zuwanderer, Facharbeiter ist, eigentlich gar keine Wohnung mehr, die bezahlbar ist? Jetzt werden also schon deshalb, weil wir keine Plätze mehr haben und nicht abschieben, nicht für Remigration sozusagen sorgen an dieser Stelle, sind die Mieten nicht mehr für Menschen bezahlbar. Auch da können sich die sozialen Schwachen bei euch bedanken. Ihr versteht nicht mal die Marktwirtschaft. Ihr seid Marxisten, Kommunisten, meine Damen und Herren, und ihr ruiniert die Wirtschaft. Kommen wir
zu einem anderen Thema, was ihr auch alle merkt, weil eben nicht abgeschoben wird, weil Deutschland offene Türen und offene Grenzen hat, haben wir mittlerweile in Deutschland, einige kennen das, die höchste Steuerbelastung. Ja, Unternehmen kommen gar nicht mehr nach Deutschland, Miele geht nach Polen. Achso, Miele geht übrigens nach Polen, nicht nur wegen der Unternehmenssteuer und der Gelder, die sagen, die Arbeitsmoral stimmt nicht mehr. Da sehe ich eine ganze Menge, bei denen die Arbeitsmoral nicht mehr stimmt auf der anderen Seite. Auch das sei an dieser Stelle mal gesagt. Ihr baut Deutschland nicht auf, das waren unsere Eltern, meine Damen und Herren. Aber ihr seid da tatsächlich diejenigen, die wie Blutsauger auf dem Rechtsstaat liegen. Schämt euch! Also nochmals, kommen wir zu dem Thema der Steuern zurück. Wir haben in Deutschland mittlerweile die höchste Steuerbelastung für Unternehmen weltweit. Wenn dann nämlich noch die Gewerbesteuer dazu kommt und die berühmte Körperschaftssteuer, auch die bekommen ja entsprechend Gemeinden von der Lohnsteuer oder der Einkommensteuer, stehen den Gemeinden ja auch Gelder zu. Selbst das Geld reicht nicht mehr aus, um die sicheren Häfen, die tollen Hotels, die Hochhäuser, aber auch die angestiegenen Anforderungen an die Schulen zu erfüllen und zu bezahlen. Denn nochmals, alles das, für was die da drüben demonstrieren, kostet am Ende Geld. Geld des Steuerzahlers, was wir schon lange nicht mehr haben. Denn ich sehe ja die SPD, das sind so die Verfassungsbrecher für mich, da sollte der Heidenwang mal hingucken. Die haben es nicht mal geschafft, einen verfassungsgemäßen Haushalt hinzustellen. Da gehört übrigens auch die Grünen-Fraktion dazu. Da stehen die Rechtsbrecher, da stehen die Verfassungsbrecher, nicht hier. Hier stehen die Menschen, die freiheitlich demokratische Grundordnung bewahren wollen. Und da bin ich stolz auf euch. Ich bedanke mich, dass ihr ja heute hergekommen seid bei einem miesen Wetter und bei einem ziemlich linksextremistischen Empfangskomitee und einem netten Begleitschutz der Düsseldorfer Polizei. Das muss an dieser Stelle leider mal so gesagt werden. Kommen wir aber zu weiteren Fakten, die ich mir heute noch mal so aufgeschrieben habe. Wir haben in Deutschland, ist Ihnen wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, weil Sie alle auf Staatskosten leben, seit etwa 3 Jahren einen Kaufkraftverlust von 20%. Ein Kaufkraftverlust von 20%. Das merkt jeder in der Tasche, der in den Supermarkt geht. Übrigens, das merkt auch jeder, der den Strom bezahlt, da stehen die Grünen, ne? Das sind ja die, die auch unsere Wirtschaft demontieren und keine Kernenergie mehr haben, wenn die Belgier ihr Kernkraftwerk verlängern und die Tschechen neue bauen. Also daran merkt man, wie weltfern ihr seid. Ihr gehört irgendwann mal vielleicht in den Zoo oder irgendwo hin, aber bitte nicht mehr in die Politik. Oder ins Bürgergeld, da seid ihr noch weniger gefährlich als hier oder im Parlament. Dann lieber ins Bürgergeld mit den Grünen, liebe Freunde. Aber kommen wir nochmal zu den Fakten. 20% Kaufkraftverlust. Und was fällt dieser Regierung, auch der Landesregierung ein? Nichts. Sie will weiter denjenigen, die arbeiten, denen die Rente entsprechend bekommen, ins Portemonnaie greifen. Hier wird eine Rentenreform gerade zum Beispiel verkauft. Diese Regierung hat 7 Milliarden Euro gekürzt bei der Zuweisung in die deutsche Rentenversicherung. Ursprünglich sollten 128 Milliarden Euro zugewiesen werden. Im Zuge, weil man das Geld ja lieber 31 Milliarden etwa für die EU ausgibt, 8,7 Milliarden für die Ukraine, dann noch die ganzen Waffen, müssen die Rentner tatsächlich bei den Zuweisungen in die deutsche Rentenkasse mit 7 Milliarden weniger auskommen. Und auch deshalb, das gehört zur Wahrheit dazu, möchte diese Regierung jetzt die Rentenbeiträge erhöhen, liebe Freunde. Also Rentenbeiträge sozusagen für Asyl und um einen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, meine Damen und Herren, der am Verhandlungstisch gelernt und gelöst werden muss, aber doch bitteschön nicht auf dem Schlachtfeld. Da stehen die Grünen, die Kriegstreiber, die SPD, die diesen Krieg dort in der Ukraine weiterfinanzieren. Pfui, ihr solltet wirklich nach Hause gehen. Wir stehen hier in der guten Tradition, das geht mir schon fast schwer über die Lippen, einer Friedenspartei. Die Grünen sind eine Kriegspartei. Ihr müsstet mal Frau Strack-Zimmermann im Deutschen Bundestag hören, die ist ja hier in Düsseldorf zu Hause. Die FDP sehe ich nicht mehr, die ist wahrscheinlich in Auflösung begriffen, okay? Die FDP hat tatsächlich hier plakatiert, Oma Courage, also Strack-Zimmermann. Auch da eine kleine Nachhilfestunde für die kleinen Kulturmarxisten da drüben. Kommen wir mal nochmal zur deutschen Geschichte, Mutter Courage. Mit dem, was die FDP hier plakatiert hat, war eine Frau, die war Kriegsgewinnerin, die hat im Krieg ihre Waren verkauft, also wer ein bisschen literaturfest ist, die hat ihre 3 Kinder im Krieg verloren und sagt in diesem Buch dann wörtlich,
Macht mir doch den Krieg nicht madig, schließlich verdiene ich damit Geld. Ich glaube, besser ist die FDP und diese Parteien da gar nicht drüben zu charakterisieren. Kriegstreiber, Kriegstreiber, Kriegstreiber. Und das bringt ja schon den kleinen Kindern bei. Das hat was von 1000 Jahren Geschichte, liebe Freunde. Deswegen, ihr seid für mich mittlerweile die neuen Nationalsozialisten, die da stehen. Nicht hier, hier stehen die Menschen, die ihre Lektion aus der Geschichte gelernt haben und für den Rechtsstaat eintreten, liebe Freunde. Kommen wir aber nochmal zu weiteren Dingen. Es gibt eine neue IFO-Studie von einem, den ich eigentlich sonst nicht so mag, weil er ein bisschen auch für mich nah und ein bisschen schranzig geworden ist. Das ist der Clemens Fuest. Und ich durfte unsere Partei, meine paar demokratische Blätter und Zeitungen und Medien gibt es noch. Wir hatten vor 3 Wochen im Adlon die Steuerkonferenz der deutschen Wirtschaft. Eine der wenigen Diskussionen, übrigens der Sparkassenverband hat uns auch nicht wieder eingeladen und viele andere, die auch so demokratisch sind. Aber die FAZ-Steuerkonferenz, da dürfen wir noch hin, aufs Podium mit den anderen. Und Clemens Fuest hat dort einen Vortrag gehalten. Hat nicht die AfD angeguckt, hat auch nicht die CDU angeguckt. Gut, die Linke guckt da gar nicht an, die war aber auch nicht vertreten, ich glaube, die sind in Auflösung begriffen. Guckt also die Regierungsvertreter, also da von den Kriegstreiberparteien Grünen, SPD und FDP an und hat eine Studie vorgelegt. Arbeit macht in Deutschland für Familien gar keinen Sinn mehr. Er hat ein Beispiel gebracht, München. Eine Familie, Mutter, Mann, ich weiß, jetzt bin ich schon wieder total ätzend und konservativ. Mutter und Mann und Kinder, kennt ihr nicht, ich weiß. Kinder fallen bei euch vom Himmel oder so, aber macht nichts. Also, die klassische Familie, wie wir die uns wünschen, Mann, Frau, 2 Kinder. Die Frau, jetzt komme ich zum traditionellen Rollenbild, ich tausche mal, also der Mann ist zu Hause, die Frau verdient besser. Jetzt will der Mann bei 4.000 brutto, von halbe Tage bei etwa 4.000 brutto Gesamteinkommen und natürlich Wohnungszuschlag, Kindergeldzuschlag und so weiter, wieder arbeiten gehen. Da hat er ausgerechnet, wenn die oder er 1.500 Euro dann nochmal oben drauf hat, also auf 5.500 etwa rutscht, dann bedeutet das, ist keine Lüge, könnt ihr alles auf den IFO-Seiten sehen, werde ich auch einen Vortrag zu machen, bedeutet das ganze 32 Euro Cent mehr Verdienst pro Stunde. Das sind 32 Euro mehr Verdienst, weil ein Mensch in diesem Land arbeitet, Werte schafft, Steuern zahlt und diese komischen Figuren da drüben alle mitfinanziert. Das ist Deutschland. Clemens Fuest wörtlich, ihr verhindert Arbeit. Das ist auch ein Grund für den Fachkräftemangel. Ihr verhindert Arbeit. Und vielleicht meldet ihr euch als Lokführer oder schminkt euch mal die 35-Stunden-Woche ab. In Deutschland muss man wieder 40 Stunden arbeiten. Stellt euch das mal vor. Da kommen wir auch wieder auf die Beine und der Facharbeitermangel könnte auch in Teilen gelöst werden. Das ist doch die Wahrheit. Ihr wollt doch gar nicht mehr arbeiten. Das ist das Problem. Also, wir müssen das Steuer- und Sozialsystem, und dazu gehört natürlich auch der massenweise Asylbetrug und Missbrauch. Wir haben weiter doppelte Identitäten, trotz der Bezahlkarte. Wir müssen an die liebgewonnenen Freunde der Linken dort drüben ran. Und überhaupt, wo seid ihr die Mehrheit? Ich glaube, die FDP ist so bei 4%. Die Linke habe ich ja auch gesehen. Die ist so bei 3%. Die Grünen bei 14%. Wow, wir stehen bei 20 übrigens wieder. Und ich glaube, auch die SPD ist unter 20%. Also wo seid ihr die Mehrheit? Träumt mal weiter. Die Mehrheit steht hier. Und hier stehen die Vernünftigen. Kommen wir also nochmal zu den Steuern und man sagt ja immer, die AfD und wir sind eine Partei, die ist dagegen. Ich sag mal, wofür dafür sind. Wir wollen den Grundfreibetrag, da wird jetzt ein Antrag kommen, habt ihr uns auch nicht erhöht, so sozial seid ihr. Der Grundfreibetrag ist noch bei 11.187 Euro, das ist echt super, unverändert bei 20% Kaufkraftverlust. Ihr seid echt Menschenfreunde da drüben, aber egal. Also wir wollen den Grundfreibetrag, das ist das Geld, was nicht besteuert wird, wenn ihr zur Arbeit geht, auf 14.000 Euro erhöhen. Das ist schon mal eine Ansage, glaube ich. Wir wollen für Rentner, und auch da seid ihr alle da drüben für verantwortlich, die verarmen. Wir haben Altersarmut in Deutschland, dem ach so reichen Deutschland, was Hotels für Asylbewerber und Migranten und Leute, die abgeschoben gehören, bezahlt. Unsere Rentner mittlerweile, die müssen tatsächlich wieder zum Wohnungsamt. Manche gehen nicht, weil sie genannt sind, hat meine Großmutter gesagt. Also, die AfD-Fraktion steht dafür, bis zu 2.000 Euro Rentenbezug endlich steuerfrei zu stellen, meine Damen und Herren. Damit die Menschen, die das Land aufgebaut haben, damit ihr demonstrieren könnt, auch wieder in Würde durchs Leben, durch den Alltag in Düsseldorf, in München, in Berlin oder auch in Köln gehen können, meine Damen und Herren. Denn Alter ist heute zum Sicherheits- und zum Armutsrisiko geworden in Deutschland. Und auch dafür sind die Leute verantwortlich, die da stehen. Die Grünen,
die SPD, die FDP. Ihr seid für die Altersarmut verantwortlich, meine Damen und Herren. Gut, da stehen viele Kinder, die verstehen das wahrscheinlich nicht, aber ihr geht auch noch in Rente und dann werdet ihr euch vielleicht heute mal erinnern, später, was ich hier gesagt habe. Also, die AfD steht ganz klar dafür, die Menschen, die was geleistet hat, haben zu entlasten 2000 Euro frei bei Rentenbezügen, den Grundfreibetrag entsprechend zu erhöhen. Und wir wollen auch was für die Unternehmen tun hier in Deutschland, denn die gehen massenhaft weg, auch wegen der Gestalten da drüben. Miele geht weg, ich habe es gesagt, Bosch geht weg. BASF baut ein riesiges, großes Chemiewerk in China, meine Damen und Herren. Viele andere übrigens, an die Grünen, auch da nochmal eine kleine Nachhilfe. Eure Transformation ist jetzt schon verreckt, weil Meyer Burger, der größte Produzent von Photovoltaikpanelen, der in Freiberg sitzt, bedanke ich mich schon mal für die Wahlkampfhilfe. Der geht nach Amerika, weil er sagt, hier in Deutschland mit den Löhnen, mit den Nebenkosten, mit den Stromkosten macht es keinen Sinn mehr, in Deutschland zu produzieren. Das ist unsere Transformation. Die ist jetzt schon gegen die Wand gefahren. Mit der AfD gilt es, Asyltransformation zu beseitigen und ein anderes A wieder herzuholen, nämlich Atomkraft, liebe Freunde. Das ist die AfD, meine Damen und Herren. Und dann werden auch die Stromkosten hier sinken. Insgesamt also werden wir zusammen dieses Land nach dieser desaströsen Linksregierung wieder auf die Beine stellen müssen. Denn, auch das ist Fakt, in 2 Jahren werden die Boomer, die geburtenstarken Jahrgänge, in Rente gehen. Wir haben jetzt, ich habe es eben gesagt, schon 121 Milliarden Euro, die wir entsprechend zuweisen müssen. 121 Milliarden Euro bei zurzeit 46 Millionen Beschäftigten. Und trotzdem reicht das Geld nicht für unsere Rentner, weil wir eben ein Rentensystem haben, an das wir ebenso herangehen müssen. Aber für ein Rentensystem, auch das muss man arbeiten gehen. Ein Rentensystem finanziert sich weder von Asylbewerbern noch aus dem Bürgergeld, sondern durch Arbeit, auch ein Fremdwort, was ihr nicht habt, meine Damen und Herren. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Geht also arbeiten, da kommt er nicht auf dumme Gedanken und steht ja nicht am Samstag relativ nutzlos in der Gegend rum. Kommen wir aber zu weiteren Programmpunkten, die wir zusammen realisieren müssen. Wir müssen, und auch das geht nur, wenn wir die Einwanderung, das Einwanderungsproblem in den Griff kriegen. Und Einwanderung finde ich ein ziemlich harmloses Wort für das, was eben Angie beschrieben hat, für das, was täglich an den deutschen Grenzen passiert. Was wir in den Griff bekommen müssen, wenn wir das Rentensystem ernsthaft stabilisieren wollen, sind auch andere Dinge, dass beispielsweise Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, auch das sei an dieser Stelle mal gesagt, auch mehr in die Rentenkasse einzahlen, ohne dass ihre Rentenansprüche, Äquivalenzprinzip ist das Stichwort, steigt. Auch da müssen wir zusammen ran. Ja, meine Damen und Herren, nochmals, man muss in Deutschland in Würde alt werden können. Und auch das haben die überhaupt nicht auf der Pfanne. Also, wir müssen die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, das Äquivalenzprinzip und nach Schweizer Vorbild tatsächlich darüber abstimmen, wie wir in Zukunft die Rente gestalten wollen. Übrigens auch nach Schweizer Vorbild könnten wir eine Abstimmung machen, ob die Menschen, die hier sind, dieses Hochhaus so bevölkern möchten, wie sie es möchten. Wir könnten doch zum Beispiel auch mal auf Bundesebene abstimmen, ob wir raus wollen aus dem Euro oder drin bleiben wollen. Das ist dann Demokratie, aber doch nicht eure Linksgesteuerte von den GZ-Medien, die sich auch wieder nicht, sind ja meine echten Freunde, wisst ihr, ja, WDR ist nicht da, weil es geht um Wirtschaft, da müssen die ihren Sachverstand anstellen. Also, auch das wäre doch mal Demokratie, da habt ihr aber keinen Bock drauf, weil dann die Mehrheit tatsächlich entscheidet. Da könnt ihr nicht mit euren gezimmerten Koalitionen wie in Berlin die echte Mehrheit ausblenden, das ist doch Fakt. Die Mehrheit, selbst wenn man so wählt, die kommt ja doch gar nicht mehr zum Zuge. Die ignorieren die Mehrheit und die Demokratie, doch nicht wir. Und auch das gilt es bei der Europawahl, alle zusammen abzuschaffen, damit wir in Europa entsprechend anfangen, Europa auch wieder auf beide Beine zu stellen. Und ich meine Europa, die EU gehört entweder reformiert oder aber, was Alice auch sagt, Dexit. Und dann werden euch auch einige Dinge vielleicht mal klar werden. Aber auf jeden Fall gibt es für eure NGOs und für eure komischen Demokratieverhandlungen, die wahrscheinlich auch noch vom Ausland gesteuert sind, keine Gelder mehr. Das stecke ich dann lieber in die Rente oder in eine gute Schulbildung. Das hilft beides. Ich kann euch nicht verstehen, ihr seid so leise. Tut mir leid. Geht's lauter? Ich verstehe euch nicht. Ah, okay, das könnt ihr auch nicht. Versucht doch mal zu singen oder sowas. Wäre vielleicht auch sinnvoll. Aber ihr kennt, glaube ich, gar keine Lieder, ne? Nur so italienische Kampflieder von Kommunisten, die könnt ihr spielen. Sei mal einigen Bürgern gesagt, das Lied, was vorhin gespielt wurde, das haben kommunistische Kampfverbände in Italien gespielt. Und da steht ihr mit euren Kindern, schwenkt die Fahnen und seid glücklich. Ihr solltet echt
mal darüber nachdenken, ob ihr noch Bildungsbürgertum seid. Ich glaube es nicht an dieser Stelle. Kommen wir aber noch zu anderen Dingen. Damit können wir es den Menschen hier leichter machen und viel mehr finanzieren. Die GEZ kommen weg. Ist doch völlig klar, wenn wir regieren, oder? Die GEZ kommen weg, die brauchen wir nicht mehr. Bin noch mal gespannt, was morgen wieder im WDR drin steht über die Demo. Wahrscheinlich standen da dann 20.000 Menschen, hier standen nur 5 und die Polizei hat nach deren Ansicht ihren Job wahrscheinlich hier gut gemacht. Nein, ich tadel euch sonst nicht und bin auch dankbar, dass ihr uns verteidigt. Aber das war heute ein ganz schlechter Job, den ihr hier auf Anweisung, das weiß ich, ihr seid da auch nur Befehlsempfänger, gemacht habt. Das wäre was für die Landtagsfraktion, wie Münster möglich ist, wie solche Dinge möglich sind, dass bei einer Versammlung nochmals dort, aber auch hier, und ihr habt übrigens Rauch Bonken geschmissen. Von euch geht immer die Gewalt auf. Also hört mir auf. Ihr seid die Gewalttäter. Über die RAF wird ja auch immer geschwiegen. Möchte ich wissen, wie viele Sympathisanten von euch da noch von den Älteren stehen, die heimlich für die RAF geklatscht haben. Also meine Damen und Herren, die GEZ kommen weg. Und das ist ein Wahlkampfversprechen. Das ist ein Grundgehen unserer Partei. Wir brauchen keinen Vordenker, keinen Staatsfunk oder andere Dinge. Die brauchen wir nicht mehr. Kommen wir aber zu den Dingen, die wir weiter brauchen. Wenn wir über Steuererleichterungen sprechen für Unternehmen, wenn wir über Steuererleichterungen und Vereinfachung reden, dann reden wir auch über Entbürokratisierung. Auch das kennt ihr, liebe Freunde. Es ist heute leichter und schneller, Geld zu bekommen oder eine Wohnung, wenn du sagst Asyl, als wenn du als jemand, der wirklich arbeitet, liebe Freunde, eine Wohnung oder andere Dinge des täglichen Lebens braucht. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich kriege die Bürgerbriefe. Da fasst man sich an den Kopf. Da hat man wirklich das Gefühl, man möchte, ich habe es von meiner Mutter erlebt, die ist Pflegefall geworden, wie schwer es ist, eine Pflegestufe 2 oder 3 zu verargumentieren. Da muss für einen Rollstuhl 40 Euro dazu und zig Unterschriften gemacht werden, meine Damen und Herren. Und für Menschen, die noch keinen Beitrag in diesem Land geleistet haben, und auch daher rührt die berechtigte Wut vieler Menschen, da drehen sich die Leute, da muss alles sehr schnell gehen, während du in Berlin ein Dreivierteljahr brauchst, um einen neuen Personalausweis zu bekommen. Also nochmals, auch das habe ich eben angesprochen, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Müsste eigentlich auch für Kinder hier gelten, dann würden einige hier vielleicht eine Anzeige kriegen. Wie gesagt, Kinder mit auf eine Demo bringen, finde ich schon eine ganz große Nummer. Aber auch da müssen wir ran, liebe Freunde, Bürokratisierung. Ja? Unsere Unternehmen sollen prüfen, ob in Indien tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht. Auch das ist der Wahnsinn dieser heutigen Zeit, gegen den die AfD steht. Wir stehen für Volksabstimmung auf Bundesebene, ich habe es eben gesagt, für Volksabstimmung auf Landesebene, damit die wirkliche Mehrheit entscheidet und nicht die betreute Mehrheit und bezahlte Mehrheit über NGOs. Das ist Demokratie. Das ist das, was wir uns, glaube ich, die wir hier stehen, alle wünschen. Und dafür werde ich auch weiter, das verspreche ich euch, im Deutschen Bundestag eintreten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Den Wohnungsmangel könnte man sehr schnell bekämpfen. Das sind nicht nur die Zinsen. Weil Deutschland das einzige Land ist, und auch da sind die Grünen schuld, also wenn Sie sich beschweren wollen, warum Wohnungen so teuer sind, warum Sie keine Wohnung kriegen, dann gehen Sie zu Ihren grünen Stadtverbänden, zu Ihren grünen Stadtverordneten hin, zu Ihren Bundestagsabgeordneten, denn die sind für den Dämmwahnsinn verantwortlich. Die sind dafür verantwortlich, dass Bauen in Deutschland mittlerweile, ähnlich wie der Strom, so teuer geworden ist wie nirgendwo auf der Welt. Eine EU, auch das sage ich mal, geht wahrscheinlich nicht dann hier für das Hochhaus. Die will eine Dämmverordnung einführen, eine Gebäudeklasse. Ein Gebäude, was aber in den Niederlanden ist, ja hier kurz über die Grenze, Gebäudeklasse B ist, wäre bei uns Gebäudeklasse D. Noch schlimmer ist es mit dem Belgischen, was da B ist, wäre bei uns E. Ja, und das muss der Wohnungseigentümer bezahlen. Der muss dann übrigens auch eine vernünftige Miete für den Dämmwahnsinn bekommen. Und da merkt ihr euch, die Grünen fahren, da stehen die Verantwortlichen für den Wohnungsmangel und für die explodierenden Mieten. Das sind nicht die Vermieter, das sind nicht die Kapitalkosten. Die Grünen sind dafür verantwortlich, dass sie heute fast die Hälfte ihres Einkommens für Mieter aufwenden müssen, meine Damen und Herren. Nennen wir noch mal Ross und Reiter. Die solltet ihr ausbuhen, wenn ihr euch über zu hohe Mieten beklagt. Und natürlich, wenn ich weiter eine ungezügelte Zuwanderung nach Deutschland habe, jedes Jahr eine Kleinstadt, aber das ist eine Kleinstadt, sind 230.000 Zuwanderer, aber ich es nicht mal schaffe, mit diesem rot-grünen Wahnsinn 140.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, dann ist doch klar, was passiert. Kleine Lektion, hast du ein kleines Angebot und eine große Nachfrage, was passiert dann? Dann steigt der Preis, ihr wisst das, die wissen es offensichtlich nicht, sonst würden sie da drüben nicht stehen und gegen uns demonstrieren, dann würden sie hier stehen und sagen, jawohl,
Die AfD hat recht. Wir müssen mit diesem Asyl- und Flüchtlingschaos Schluss machen. Das sagen übrigens auch die Österreicher. Ich war nämlich in Österreich jetzt gerade. Die sagen, wir haben keinen Bock mehr auf Deutschland. Wir waren euch wirklich freundlich gesonnen. Ihr seid der Sozialmagnet der Welt. Ihr macht die Tore auf und wir bezahlen diesen hohen Preis hier in Österreich mit. Das sagen die Polen, das sagen die Tschechen und im Übrigen auch die Franzosen. Ja? Und auch das, so seid ihr mittlerweile. Ihr seid das Sicherheitsrisiko, warum die Deutschen in Europa nicht mehr gemocht werden. Die mögen uns, die Österreicher. Die Schweizer mögen die AfD. Nur ihr habt überhaupt nichts verstanden. Das ist das ganz große Problem da drüben bei euch. Auf der anderen Seite der Brandmauer. Ja? Also, Freunde, lasst uns zusammen, ich überziehe schon wieder, ich befürchte es, ja, ihr guckt schon wieder, ne? Kann ich noch ein bisschen, okay. Also, merkt euch das bitte alles. Gleicht einfach mal die Programminhalte ab, für was die AfD noch alles steht. Angie hat das so schön gesagt, nicht wer laut schreit oder irgendwelche italienisch-kommunistischen, postfaschistischen Kampflieder hier spielt, hat recht, sondern der, der auf einer vernünftigen Programmatik fußt. Und das tut unsere Partei. Also wenn ihr Interessenten sind, die noch nicht Mitglied sind, beim Marco, bei dem ich mich bedanke, oder beim Elmar oder beim Chris, entsprechend die Mitgliedsbeiträge, und die, na klar, die Mitgliedsbeiträge zuerst, da kommt der Finanzamt durch, erstmal natürlich den Mitgliedsantrag unterschreiben, logisch, und werdet Mitglied, weil schaut euch die Programmatik an. Für was die AfD steht, das sind die klassischen Werte, die einstmals, bevor Merkel sie entkernt hat, eine CDU vertreten hat. Dafür werden wir von einem Angestellten der Regierung namens Heidenwang an die Wand gestellt, weil wir ernsthaft Dinge fordern, die die CDU schon mal wollte. Ernsthaft Dinge fordern, die in jedem europäischen Land normal sind. Die amerikanischen Freunde, wir kriegen jetzt Gegenbesuch, die Republikaner, die fragen sich schon mittlerweile, was macht ihr da eigentlich in Deutschland? Die wundern sich auch sogar über die CDU. Was ist da in Deutschland los? Wollt ihr keinen Wettbewerb mehr? Wollt ihr euer Land gegen die Wand fahren? Meine Damen und Herren, auch das habe ich im Bundestag gesagt. Wir brauchen keinen Morgentauplan mehr. Die Eltern werden wissen, was das ist. Der Morgentauplan steht da drüben, auf der anderen Seite der Brandmauer. Wenn wir die nicht in den Griff kriegen und atomisieren, dass sie nicht mehr in den Bundestag kommen, und bei der Linken ist es uns gelungen, bei der FDP, und das nächste Ziel müssen die Grünen sein, die dürfen niemals mehr in ein Parlament hinein, Freunde. Die sind lebensgefährlich für die Wirtschaft, für euch und für kleine Kinder und Frauen in Parks am Abend, meine Damen und Herren. Das ist Fakt. Ja, aber das wollt ihr nicht hören, ich weiß. Aber ihr werdet es an den Wahlurnen sehen. Deshalb rufe ich euch wirklich alle auf, geht zur Europawahl. Unterschätzt das nicht. Wir haben, und deshalb fahren die auch alles gerade auf gegen uns. Wir haben Angst, dass wir in Europa anfangen aufzuräumen. In Europa anfangen mit den NGOs. In Europa anfangen mit unsinnigen Verordnungen und Richtlinien Schluss zu machen. Das wäre schon mal ein Anfang, meine Damen und Herren. Deswegen gehen Sie im Juni zur Europawahl und machen da Ihr Kreuz. Und ich sehe das heute als einen langen Marathon, den wir gewinnen werden, zur Europawahl in 3 Monaten. Gehen wir diesen Marathon zu lang zusammen, damit wir von den Linken eins lernen können. Ein System änderst du nur, wenn du ins System und in die Institutionen hineingehst. Und das heißt, in Europa, in die Institutionen, dieses System ändern, damit so viel Schwachsinn, der aus Europa kommt, hier in Deutschland keinen Platz mehr greift. Und dann geht's weiter in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Dort werden wir den ersten Stein aus der Brandmauer schlagen. Und nochmals, dann wird der GEZ-Vertrag und deshalb auch diese Lüge von Korrektiv und GEZ. Die fahren wirklich jetzt mittlerweile das letzte Gefecht, die letzte, ich sag mal den Volkssturm sozusagen der GEZ auf, damit sie verhindern, dass wir in Sachsen, in Brandenburg oder in Thüringen die Regierung stellen. Aber auch da wird die Demokratie sich durchsetzen. Und ich schätze, dass in einem der Bundesländer die 40%-Marke knacken werden. Und dann hat die GEZ und damit die Hofberichterstattung, ob hier oder anderswo, ein Ende. Das ist der zweite Baustein nach Europa. Und der dritte, den wir dann vollenden zusammen, der ist im September bei den Kommunalwahlen. Dann gehen wir in die Kommunalparlamente rein und in die Verwaltungsbeiräte, damit so etwas, was bei der Sparkasse Mittelfranken Süd, die tatsächlich am AfD-Mitglied, und da bin ich dran, bitte geht da mal auf YouTube, da setze ich gerade Herrn Dr. Reuter und Herrn Straubinger, Herr Straubinger, das ist der Vorstandschef der Sparkasse Mittelfranken Süd, arg unter Druck, damit sich solche Dinge in den Verwaltungsbeiräten oder so ein Denken gar nicht erst mehr festsetzt. Die Kommunalwahlen sind dann der nächste Baustein und wir vollenden es dann im Deutschen Bundestag mit einer Fraktion und ich glaube, die Lügengeschichten
und das ist meine Prognose, werden spätestens im November auffliegen. Warum? Im November wird diese Regierung wieder mal versuchen müssen, einen Haushalt zu erstellen. Sie haben jetzt schon KTF und die letzten Reserven sozusagen in diesen Haushalt getan. Mit diesem Haushalt etwa jetzt schon ein strukturelles Defizit von 47 Milliarden. Explodierenden Rentenbeiträgen, übrigens explodierenden Sozialversicherungsbeiträgen, weil wir weiter ungezügelte Zuwanderung nach Deutschland haben, werden die, glaube ich, kaum noch einen Staatshaushalt, der verfassungsgemäß ist, hinbekommen. Und das werden wir dann in der Bundestagswahl 25 Ihnen so lange aufs Brot schmieren, bis wir endlich die 30% bei der Bundestagswahl erreichen. Und dann muss ich die CDU bekennen, ob sie mit diesen Gestalten da drüben in eine Regierung will oder ob sie einen Neuanfang für Deutschland will, sozusagen unseren Great Reset für Deutschland, den wir dann vollziehen in anderthalb Jahren. Und das ist der letzte Schritt, wenn wir regieren. Und dann wird es einen Innenminister geben, der sich eure Organisation anguckt. Übrigens, die Antifa ist in Amerika eine terroristische Vereinigung. Und wenn wir regieren, werdet ihr das hier auch, liebe Freunde. Das verspreche ich euch auch in die Hand. Alles in allem also, ist alles gut. Wir sind wieder bei 20% in den Umfragen. Den Prozess in Münster nehme ich gar nicht mehr ernst. Man nennt sowas, glaube ich, Schauprozess in anderen Ländern. Wir gehen jetzt unseren Weg an die Macht, an die Regierung und dann machen wir für Deutschland den Great Reset zusammen, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Geht nachher zufrieden nach Hause und ich sage mal, fast christlich verkündet die frohe Botschaft, dass wir bald regieren werden und dann hat auch dieser Spuk ein Ende, weil die werde ich arbeiten schicken. Das verspreche ich. Danke.